Look, I'm not a child anymore. I'm not asking for your permission. There's nothing for me here. X oder A? Ich meine, sie ist auf ihre Mutter jetzt nicht gerade gut zu sprechen, ne? Aber du kannst immer auf mich zählen, ist halt auch gelogen. Weil ich bin auch abgehauen. You should talk to your mom about this. She's the only family you have left. You're just not listening. Both of you always telling me what to think. Both of you trapped in your own heads. I'm done relying on others. My dad I could rely on. But he's gone. There's nothing else for me around here. I was wrong yesterday. She's not in denial. She's scared. Something terrible happened to him, but no one listens to me. No one cares. Wenn ich jetzt sage, ich gehe der Sache nach, dann ist wieder ihre Mutter sauer auf uns. Aber ganz ehrlich, Mutter hat sowieso generell was gegen uns. I care. I believe you and I'm investigating like you asked. Yeah, I know about the wake. You approached a few people, but you dropped it as soon as it got uncomfortable. Anyway, it's not like I expected any different. This place is full of gutless, patronizing adults. And I'm sick of this dumb little town. It's choking me, and I need fresh air. I need some place I can think, not here. Sounds like Basswood really failed this kid. I mean, what am I supposed to do tomorrow? Or the day after? In 10 years? You like insects? How about someone who studies them? Would you like to be an entomologist? Go around the world? Collecting bugs. You remember? Yeah, bugs are cool. That does sound fun. You can leave Basswood that way, but you can't do it without finishing school. It won't be easy, but it's better than just wandering out in the dark. Focus yourself on your goals. I know your father would be proud of that. You're just telling me what I want to hear, or what you think I want to hear. I just want the truth, for once, from someone. I'm wasting my time here with you. Bug. Don't touch me! I'm sick of you, I'm sick of this town, and so I'm going, and you can't stop me. Sam, we have to do something. She just wants honesty. She doesn't care about bullshit. I can relate to that. I'll tell her what we found out about Nick's death. You can't do that. You're the adult. She's the child. Do you want her to start looking for the people who killed her father by herself? Do the responsible thing. Make her stay. It's for her own good. Oh. Chat. Ich wusste, dass hier wieder so eine dumme Entscheidung kommt. Wenn wir drohen, ihre Mutter anzurufen, haut sie doch erst recht ab. Wenn wir die Wahrheit über Nick sagen, weiß sie, dass wir tatsächlich unser Versprechen nicht gebrochen haben. Du machst das schon? Nein! Aber ich finde immer noch, dass Joan spricht wie so eine 16-Jährige. Sie spricht viel zu alt für ihr Alter. Macht das Sinn? Wir sagen die Wahrheit über Nick. Sieht sie vielleicht, dass wir unser Versprechen nicht gebrochen haben? Zu sagen, ey, ich rufe deine Mutti an, haut sie doch erst recht ab. You were right, Bug. Your father didn't die in that crash.
Someone killed him and covered it up, made it look like an accident. Now, I don't know who did it yet or why. That's why I came here. That was maybe too much, Sam. She's a kid. I was right. You were right. I need you to not tell anyone, though. I won't. I won't tell anyone. Not even my mom. And I need you to stay at home. I will. I'm gonna go home right now. Thank you, Sam. I don't know if that was a good idea. Me neither. But hey, it worked. Ja, immerhin ist sie jetzt zu Hause. Now that I've kept your daughter from skipping town, let's see if you've kept anything hidden out here, Nick. Hätte ich auch genommen. Ja. Das ist halt, was ich letztens schon meinte in dem Spiel. Du denkst, du wählst das Richtige, aber dann sagt der Charakter das irgendwie anders und es kommt trotzdem Mist raus. Aber hier war es jetzt mal okay. Ich meine, was ich ja gerade meinte, die Joan, die spricht sehr reif für ihr Alter. Also gehe ich von aus, dass sie auch sehr reif mit dieser Info umgehen kann. Schließlich ist es ja das, was sie hören wollte. Hoffentlich geht sie tatsächlich heim, ja. Aber dann haben wir es zumindest versucht, weil abhauen wollte sie ja sowieso. We used to talk about how hunting was cruel. How much did you change, Nick? Back when Nick and Kathy were college sweethearts. Clearly Bug was there too. Joan always liked bugs. There used to be a calendar right here. Why'd he take it down? Tja, das müssen wir jetzt rausfinden, Sam. Wollte aber erstmal kurz ins Tagebuch. Nicks Computer war der Grund für den Einbruch in Annas Haus und dafür, dass mir jemand eins über den Schädel gezogen hat. Der Angreifer hat sich mit Nicks Dateien aus dem Staub gemacht. Die Frage bleibt also, was hat Nick aufgedeckt und wie hat es zu seinem Tod geführt? Abschlussfoto. Kathy und Nick verliebten sich im ersten Semester im College in Connecticut. Es war eine dieser Partys mitten in der Woche, zu denen Nick dich immer geschleift hat. Du warst was zu trinken holen und als du zurückkamst, fandest du Nick in einer Ecke mit diesem Mädchen reden. Du hast sie nicht mal angesehen. Nick hat Nick einfach sein Bier in die Hand gedrückt und da war dieser Moment, in dem du ihn fast weggezogen hättest. Zurück in die Menge, zurück in sein Leben, fort von der Hochzeit und dem Baby und dem Job in Basswood. Aber Kathy hatte bereits seinen Arm ergriffen, lächelte und redete mit ihm. Und du warst es, der von der Menge weggerissen wurde. Dennoch, in diesem Augenblick lag alles, was Kathy dir stets vorwerfen würde. Glaubst du, du warst eifersüchtig? Oder war es die Bitterkeit, dass du auch sie nicht vor ihrem zukünftigen Leben bewahrt hast? Es war Liebe auf den ersten Blick. Das erzählte sie allen. Und er auch. Niemand trägt die Schuld daran, dass sie sich geirrt haben. Ich weiß nicht, ob wir jetzt hier eine Erinnerung verpasst haben oder ob es vielleicht noch kommen kann. Als ich zu Nicks alter Angelhütte ging, um Nachforschungen anzustellen, traf ich dort auf Joan. Sie packte gerade ihre Sachen, um von zu Hause wegzulaufen. Die einzige Möglichkeit, sie davon abzuhalten, war, ihr die Wahrheit über Nicks Tod zu erzählen. Ich weiß nicht, ob ich das Richtige getan habe. Das werden wir noch sehen, Sam. He always kept his favorite rod in this special ready-to-go bag to protect it. Bug never was the social type. Just like me. With Nick gone, I guess we both lost our best friend. Was sind das für riesen Legosteine? Drei Stück. Nichts, was Nick damals getan hätte. This is where he kept the rods he'd loan out. So what's his favorite rod doing here? He always kept it separate.
okay. Man, bugs certainly grew up faster than I realized. Hier ist schon wieder die Küchenrolle, die aussieht wie Geschenkpapier. In den letzten Wochen abgewaschen, die war kürzlich noch hier. Locked. Nick always kept a spare key. It'd be somewhere out of Bug's reach. Don't see the keys. It was probably too obvious a spot. Okay, wir suchen den Schlüssel jetzt. Nick, what were you hiding in this bag that's so important you had it locked up? Wir brauchen einen Code. Nick wasn't the type to remember passwords. He probably left himself a reminder. Mal wieder. What a fishy hiding spot, Nick. Always did love your clichés. Wir haben nicht mal aufgeschlossen. Gelb, rot, grün, blau. Looks like some kind of reminder Nick left for himself. A reminder of what? Raupe. Gelb, rot, grün, blau. Streif, gestreift, kariert, gepunktet. Drogen? An article by Anna about a place called The Cove. Seems it's kind of a commune for outcasts just outside of Basswood. Eine kleine Gemeinschaft kümmert sich um jene, die durchs Raster gefallen sind. Von Anna Miller. Ich spreche mit Tyler, einem Mann weniger Worte, Mitte 20 und mit jeder Menge Tattoos, über den Ort, an dem er lebt und warum er hier ist. Es ist kalt genug, dass ich bereue, keine zweite Jacke mitgebracht zu haben. Seine Hände zittern jedoch nicht vor Kälte. Dies ist sein siebenter Rückfall. Siebenter Rückfall. Ter, siebenter. Während seines zweiten Rückfalls verlor er seine Freundin, beim vierten seine Familie. Beim nächsten versuchte er, das Haus seiner Eltern auszurauben, aber stattdessen schlug sein Vater ihn fast tot. Es ist nicht so, dass ich ihn wehtun wollte. Ich brauchte einfach nur Geld und es ging mir so schlecht, dass ich dachte, dass ich sterben muss. Das Haus meiner Eltern war der einzige Ort, von dem ich wusste, dass es da Zeug gab, das ich verkaufen könnte. Dad hat mich erwischt. Ich habe versucht, mit ihm zu reden, aber er hat mir in den Arsch getreten. Hat mich mit einer Lampe verprügelt. Ich kann es ihm nicht verdenken. Ich habe mich nicht gewehrt. Ich habe mich zu sehr geschämt. Jeder musste mir in den Arsch treten. Jemand muss mir immer noch in den Arsch treten. Lynette Branham, 52, mit ergrautem Haar, sieht ihn voller Mitgefühl an. Lynette ist es, der das Land gehört, und sie legt die Regeln fest. Wenn es darum geht, zu entscheiden, wer gehen muss und wer bleibt, ist sie Richterin, Geschworene und Henkerin in einem. Dieser Ort heißt die Bucht. Als die Mine im Ort stillgelegt wurde, verloren eine Menge Leute ihre Arbeit. Und einige von ihnen hatten keinen Ort, an den sie gehen konnten. Drogen und Kriminalität stürzten sie in jene Muster, denen verzweifelte Menschen oftmals anheimfallen. Und Lynette erwischte einige, die auf ihrem Grund und Boden zelteten. Sie erlaubte ihnen zu bleiben, solange sie die Regeln befolgten. Kein Diebstahl und keine Gewalt. Obwohl sie im Laufe der Jahre recht viele Leute rauswerfen musste, ist es nicht immer von Dauer. Tatsächlich hat sie gerade einen von ihnen wieder aufgenommen. Er möchte nicht namentlich genannt werden, aber er hat eine Menge mit Tyler gemeinsam. Sein schlechtes Verhältnis zu seiner Familie, eine Mutter mit eigenen Drogenproblemen und eine Vergangenheit voller Gewaltverbrechen.
Dieser junge Mann erzählte mir, weshalb er zurückgekommen ist. Ich kann es da draußen nicht schaffen. Jeder haut mich übers Ohr und ich versuche nur, mich nicht selbst übers Ohr zu hauen. Er hat Schwierigkeiten, stillzusitzen und droht jeden Augenblick vornüber zu kippen. Gleichzeitig hat er eine bestechende Tiefgründigkeit an sich. Ich war mal ein halbes Jahr lang trocken, kann mich nicht erinnern, wann ich das erste Mal getrunken habe. Bin in Mars Schnapsschrank eingebrochen, als ich 5 war. Einige Leute sehen diesen Ort und denken sofort an das alte Klischee von den Aussteigern in den Bergen. Aber das ist es nicht, worum es bei diesem Ort geht. Dies ist eine Gemeinschaft. Sie alle treiben dahin, verloren im Fluss des Lebens, ohne einen anderen Ort der Zuflucht, aber mit dem Verlangen, es besser zu machen. Lynette schüttelt den Kopf, während er zum Ende kommt. Sie lässt mich hierbleiben, sagt er. Ich frage ihn, woher er das weiß. Wenn nicht, wäre sie geradewegs zu mir gekommen und hätte mir gesagt, dass ich verschwinden soll, antwortete er. Es ist wahr, Lynette lässt ihn bleiben, solange er verspricht, es noch einmal zu versuchen. Sie hat viel Geduld. Die braucht man auch, sagt sie, nachdem der junge Mann sich hingelegt hat. Jeder wird auf seine eigene Weise mit Schmerz fertig. Der Weg, der letztendlich dazu führt, Fehler zu machen, kommt in vielerlei Form und einige davon sind fast unsichtbar. Es sei denn, man sucht danach. Wir alle straucheln hin und wieder. Die meisten Menschen brauchen ein paar Versuche, bis sie nach einem Rückschlag wieder aufstehen können. Und wenn niemand da ist, der ihnen hilft, dann fallen sie einfach wieder hin. Die Bucht gibt mir Hoffnung. Ich glaube, das wird das gewesen sein, was Nick was trying to find ways to get Joan in college. It's gotten so expensive. Wo Nick irgendwie weiter recherchiert hat, oder? Warum sollte das sonst hier? Weil hier sind auch Drogen. Muss er ja irgendwo herhaben. It has to be the same D he was talking to in his emails. D. Und die kann nicht Dennis sein. Wir haben uns nicht alles angesehen. Die Waffen und die Drogen haben wir noch. Like many people, Nick kept a few guns, but never at home and always locked up. A prescription for opioids with Kathy's name on it? These are pretty heavy-duty painkillers. Very addictive. Joan wasn't just acting up. Kathy has a problem. Wieso sind von Kathy Medikamente hier, wo doch immer nur Nick ist? Wir müssen uns den Code nochmal angucken. Ich glaube, das brauchen wir jetzt für die Angeltasche. Anglertasche. Gelb, rot, grün, blau. Gestreift, gestreift, kariert, gepunktet. Hallo, ich möchte gerne in die Angeltasche. Ah. I just gotta figure out the connection between Nick's note and this. Gestreift, gestreift, kariert, gepunktet. Nein. Ich wollte zurück. Wrong combination. Knowing Nick, maybe he left a hint lying around the shack. Irgendwas mit einer Raupe. An article by Anna about a place called the Cove. Seems it's kind of a commune for outcasts just outside of Basswood. Es hieß doch irgendwas mit einer Raupe. Caterpillar. Will halt nicht rausgehen. Hm.
This is either new or Nick was really distracted. He usually fixed everything. Ich glaube, wir müssen doch hinten raus. Now, this record is fraudulent. Nick stretched his fish to beat mine. Whoever killed Nick, I probably know him. Grew up with him. Even if you don't know them, they know you. Nick, Dennis, gone. Stone-cold killer walks the streets of Basswood. Things like this can really make you feel isolated, make you realize that at the end of the day, you're in this alone. Tell a 3-year-old kid about tardigrade man, and this is what happens. Oh, wir haben von Joan ein Erinnerungsstück. Die Abenteuer von Bärtierchenmann. Bärtierchenmann war nicht das gewesen, was Joan haben wollte. Sie wollte einen Comic namens Captain Corset, die Piratenprinzessin, die über die tiefsten Tiefseegräben segelte. Aber Nick hatte es an einem der Wochenenden, an denen er sich nehmen sollte... an denen er sie nehmen sollte, eilig und kaufte den falschen Comic. Comic Fuel in der Carter Road hatte keine Piratenprinzessinnen mehr. Joan war kaum alt genug zum Lesen, also hoffte Nick, dass es keine große Rolle spielt. Tat es aber, sie weinte den ganzen Tag. Schließlich warst du es, der ihr die Abenteuer von Bärchentiermann vorlas. Verglichen mit der säbelschwingenden, gewitzten... Verglichen mit der säbelschwingenden, gewitzten Prinzessin machte Bärtierchenmann nicht viel her. Er war alt, kahlköpfig und hatte ein gruseliges, violettes Gesicht. Aber du hast von Anfang das Faszinierende am Bärtierchenmann gesehen. Erkannt! Um Himmels Willen. Ein unkonventioneller Held aus den Tiefen des Weltraums, den muss man doch einfach mögen. Denk mal drüber nach, hast du Joan gesagt. Eis, Feuer, Druck, sogar giftige Strahlung konnten ihm nichts anhaben. Als die Dinosaurier ausstarben, blühten die Bärtierchen auf. Plötzlich weinte sie nicht mehr und hörte zu. Der Bärtierchenmann war halb Bärtierchen, halb Mensch, halb Außerirdischer und er hatte eine krasse Überlebensfähigkeit und Mass. Hä? Da ist ein Fehler am Text. Und Mass, das bedeutet viele. Joan mochte das Wort. Es tut mir leid, ich kann heute nicht lesen. Ich habe jetzt Freunde en masse, sagt sie. Wer sind sie, hast du gefragt. Jemand aus der Schule? Nein, du, Muli, und den Bärtierchenmann. Bärtierchen haben noch eine andere Fähigkeit. Sie können 30 Jahre schlafen und wenn sie aufwachen, machen sie genau dort weiter, wo sie aufgehört haben. Wäre es nicht toll, wenn Freundschaften auch so funktionieren würden, Sam? Gute Freundschaften funktionieren so. Ich habe einige Freunde, mit denen kann ich 3 Monate nicht schreiben. Und wenn wir uns sehen, ist alles wie vorher. So, was ist denn jetzt hier mit dieser Raupe? I remember teaching Bug how to roast marshmallows. Hers turned out great. Mine were always burnt. Ach so, warte, die Raupe von der Zeichnung.
Gelb, rot, grün, blau. Also rechts, unten, links, rechts, oben. Rechts, unten, links, rechts, oben. Let's see what we have here. That's a lot of cash. More than Nick could make in a decade. Opioids. From D? Nick, were you looking into drug trafficking?